Terence Boyd versucht sich von Beginn an mit einzubringen. Erster Ballkontakt, zeigt Übersicht, aber der FCK wirkt in der Anfangsphase noch viel zu hektisch. Halle gefährlich mit Standardsituationen. Eckball, Kreuzer. Löhmannsröben, Raab. Die beste Abwehr der Liga von Beginn an gefordert von einem der drei alten Bekannten. Jan Löhmannsröben. Was macht eigentlich Terence Boyd? Er wird an der Mittellinie hoch angespielt und zieht hier direkt gelb von Schiedsrichter Lasse Koslowski. Eine harte Entscheidung, der Arm sicher zu weit draußen, aber kein Stoßen oder Schlagen zu sehen. Boyd durch diese Aktion ganz früh vorbelastet. Der FCK mit breitem Kreuz, 13 Gegentore in 22 Spielen geben Sicherheit. Zuck einmal mit einem Versuch aus der zweiten Reihe. Antwerpen zufrieden, trotz des Personalkarussells, das er heute drehen muss. Und Lautern weiter schnörkellos nach vorne. Daniel Hanslick. Immer den Kopf oben, sucht er den neuen Anspielpartner, Terence Boyd. Die alten Kameraden, die kennen ihn natürlich haargenau. Kaiserslautern mit einem gnadenlosen Pressing. Ganz früh versuchen sie, jeden Spielaufbau der Hallenser zu unterbinden. Wenn es sein muss, dann auch mit überharten Mitteln. Klingenburg sieht hierfür übrigens keine gelbe Karte. Die Chancen jetzt fast im Minutentakt. Immer schnelle Balleroberung, umschalten, wunderlich. Und Boyd, die haben noch nicht mal eine Woche zusammen trainiert, aber das sieht schon nach einfach gutem Fußball aus. Dann versucht es Halle einmal mit einem weiten Ball. Vollert auf Hut, Hut fällt. Aber ist das ein Foul am Ex-Lauterer? Für mich war da gar nichts. Hut in seinem zweiten Spiel für Halle, trotzdem ein ständiger Unruheherd. Es fällt auf, dass fast jeder Angriff in der ersten halben Stunde über die rechte Seite des FCK läuft. Da ist nämlich Philipp Hercher seit Wochen in Topform. Boyd, gesucht, aber nicht gefunden. Daniel Hanslick, der zweite Ball. Kaiserslautern drückend überlegen. Antwerpen mit dem Spiel sicher zufrieden. Das Ergebnis, das stimmt halt noch nicht. Wieder geht es über rechts und über Philipp Hercher. Terence Boyd schaltet sich auch mit ein. In der Box, da fühlt er sich am wohlsten, der Winkel. Verdammt spitz wird er da. Aber er nähert sich dem Tor an. So ein bulliger Typ mit viel Dynamik tut dem Spiel des FCK richtig gut. Die neue Lust an der Offensive hat die Mannschaft richtig gepackt. Immer wieder Philipp Hercher über rechts, diesmal zu ungenau. René Klingenburg, die Ansätze sind da, der Abschluss, der fehlt. Halle nur mit Standardsituationen gefährlich. Ecke Kreuzer, Niedfeld. Auf der Linie klärt Daniel Hanslick. Einmal wackelt da die Dreierkette. Doch Stürmer Daniel Hanslick rettet für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie. Marco Antwerpen holt sich dann seinen Neuen an die Seite. Da werden wohl die nächsten Laufwege besprochen. Oder? Ist das alles nur ein Ablenkungsmanöver? Philipp Hercher beim Einwurf. Leichtfertig wird da der Ball verspielt, aber Hikmet Çiftçi schaltet sofort um. Gegenpressing, Balleroberung. Der FCK hat da ein tolles Niveau erreicht. Wieder Hercher. Mike Wunderlich, 1-0. Das Tor hochverdient und irgendwie überfällig. Kaiserslautern mit einer unglaublichen Mentalität. Hercher mit viel Übersicht. Und der Abschluss von Wunderlich einfach cool.
André Meyer, Halles Coach, hatte vor dem Spiel angekündigt, er wolle was holen am Betzenberg und keine Weinprobe in der Pfalz machen. Ob das so eine gute Idee war? Es bleibt ein richtiges Kampfspiel. Wenn spielerisch nichts geht, dann wird um jeden Zentimeter gefightet. Terence Boyd hat sich auch dieses Spiel zu eigen gemacht. Daniel Hanslick wartet da ein bisschen auf Boris Tomjak. Aber Halle sortiert sich hinten jetzt schneller und lässt wenig zu. Hendrik Zuck. Wenn gar nichts geht, dann eben mal aus der zweiten Reihe. Minuten gespielt und Terence Boyd ist voll angekommen, auch als Wortführer im Team. Und den Fans, denen gefällt das. Die zweite Hälfte zunächst mit gleichem Bild. Der FCK schaltet schnell um. Philipp Hercher zieht es jetzt immer wieder in die Mitte. Terence Boyd, der Strafraumstürmer, mal außerhalb, sieht nett aus, ist aber ohne Wirkung. Trotzdem, die Sturmalternativen sind mit ihm einfach viel größer für die Pfälzer. Doch nach wie vor steht es nur 1:0 und Halle wittert die Chance. Joshua Wosch, der Neffe des ehemaligen Nationalspielers Darius, mit einem ersten Hallo wach. Kaiserslautern im zweiten Durchgang mit weniger Zug zum Tor. Mike Wunderlich mal mit einem Versuch. Der Ball abgefälscht, die Chancen nun aber nicht mehr so zwingend. Was aber bleibt, das ist der bedingungslose Einsatz der Roten aus der Pfalz. Hikmet Şifci verbeißt sich da regelrecht, behauptet sich aber. Daniel Hanslick nimmt das Tempo raus, bleibt aber am Ball. Terence Boyd, die Angriffsbemühungen werden immer umständlicher und Boyd steht ohnehin im Abseits. Trotzdem. Die Fans feiern den neuen Mann. Nach 70 Minuten ist seine Premiere zu Ende. Für ihn kommt Muhammad Kiprit ins Spiel. Und der will gleich einmal zeigen, was er so drauf hat. Kiprit. Kiprit fummelt sich dann irgendwie durch den Strafraum. Aber im Abschluss ist das alles viel zu umständlich. Dann noch einmal Halle mit der letzten Luft. Lauterns Defensive steht da. Und Scherbakowski. Die Latte rettet den FCK vor einem Gegentor. Der Ausgleich wäre sicher mehr als glücklich gewesen. Dann ist Schluss. Der FCK gewinnt 1:0, hält auch mit dem neuen Sturmtank seine Serie und bleibt am Betzenberg weiter eine Macht. War ein ganz ekelhaftes Spiel, wie in der dritten Liga oft der Fall ist. Wir haben auch Schwierigkeiten gehabt, glaube ich, in die Partie zu kommen. Wurde dann von Minute zu Minute besser. Eine Mannschaft, die im Abstiegskampf sich befindet, die kratzt, beißt, sich überall reinwirft, viele lange Bälle spielt. Und da mussten wir dann halt erstmal Lösungen für finden. Aber wie gesagt, das 1:0, das hat uns schon wieder viel mit auf den Weg gegeben. Und ja, unterm Strich, dann haben wir, glaube ich, verdient gewonnen. Nächste Woche geht es für Terence Boyd und den FCK nach Zwickau. Dann kommt Magdeburg. Wenn der FCK seine Stabilität auch da beweisen kann, bleibt er einer der Kandidaten für den Zweitliga-Aufstieg.